Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Wir sind hier heute auf der GardenCon 2022 und ich nutze die Zeit, euch jetzt noch einen kleinen Gartenrundgang hier durch den Park der Gärten in Bad Zwischenahn zu geben. Ein sehr, sehr tolles Gelände mit vielen schönen Sachen. Ich kann wahrscheinlich nicht jede Pflanze hier bestimmen, aber ich möchte euch trotzdem mal einen kleinen Eindruck geben und wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Ja, und wir fangen schon direkt hier vorne an. Es gibt hier viele so zusammengepresste Beete, nenne ich das mal, ganz hart, obwohl das eigentlich sehr schön aussieht. Es ist wirklich positiv, ich finde es optisch sehr, sehr schön hier. Aber diese Beettechnik sollte ich auch mal verfolgen. Kein Unkraut, kein bisschen Erde, was man so sieht auf den ersten Blick. Nur schöne Pflanzen, die nah aneinander stehen und blühen. Das ist so eine Beettechnik, die ich auf jeden Fall sehr interessant finde. Und ja, natürlich sehr viel optische Sachen hier noch drin mit diesen, ja, ich weiß gar nicht, was es sind, so trichterförmige Lampen sind es, glaube ich, die abends dann auch schon leuchten. Ja, da kommt eine Drohne angeflogen und da vorne ist das GardenCon Event. Da vorne haben wir den Pavillon, da ist das Ganze ja, gewesen, die ganze GardenCon, da sitzen jetzt noch viele Leute, aber ich wollte jetzt mal die Zeit hier nutzen, um euch ein bisschen was zu zeigen. Und das machen wir. Alles sehr insektenfreundlich und besucherfreundlich. Und ich finde, trotz des warmen Wetters sieht hier alles sehr gut aus. Der Rasen, knallgrün, jeder Ecke ist hier was, was blüht. Man hört überall das Wasser plätschern. Und die Natur ist einfach sehr schön. Schauen wir uns mal an, was das hier überhaupt ist. Hier befindet sich wohl die Staudenmischung Indian Sunset. Könnt ihr euch mal selber durchlesen, indem ihr das Video eben anhaltet. Und ja, dann gehen wir nochmal zurück. Und da es jetzt erst Essen gibt, hier auf der GardenCon, werde ich das Video gleich weitermachen. Aber bleibt auf jeden Fall dran, es gibt hier noch einige tolle Ecken zu entdecken. So, zurück aus der Essenspause. Wenn wir da hinten gucken, da läuft jetzt gerade der Dennis von Garten ganz nah weg. Der war heute auch hier auf diesem Event und jetzt laufe ich hier mal einfach. Ich weiß gerade gar nicht warum. Ich habe Dennis jetzt zur Ausfahrt gebracht und zum Ausgang gebracht, genau. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hingehe, aber ich zeige euch, glaube ich, mal hier so ein bisschen auch die Teichlandschaft und die Blüten und alles. Wir gehen jetzt noch mal eine ganze Weile hier durch und wenn euch der Park der Gärten interessiert, unbedingt dranbleiben. Denn wir schauen jetzt mal hier durch. Hinter mir ist sogar ein Fußballtor, finde ich sehr interessant. Wir haben jetzt auch eins im Garten. Wir schauen uns das mal hier an. Und mach ihn, er macht ihn. Felix Götze, Deutschland ist Weltmeister. So, und ich sag mal, wir haben da jetzt die Sonne gleich untergehen. Ja, sieht man das? Nicht ganz. Wir gehen jetzt mal hier auf diesen Aussichtsturm da und schauen uns das alles mal von oben an. Es wird jetzt ein bisschen lauter durch diesen Wasserfall da rechts. Aber hier schaut euch mal diese fetten Tagetes an. Also es ist hier schon sehr geil und abends werden diese Belichtungen hier alle angestellt. Sieht dann nochmal besser aus, aber wir gucken mal, dass wir irgendwie da vorne hinkommen. Zu diesem Aussichtsturm und schauen mal von oben auf den Park der Gärten. Und hier steht auch mal Löwenmäulchen, Zinnier, hier steht alles dran, was das so ist. Und ich finde es einfach nur sehr krass, was man hier alles findet. Wenn man hier nämlich so guckt, irgendwelche Wasserpflanzen, dann schwenken wir darüber viele Blüten, dann so einen alten Bauerngarten. Hier sind dann Bäume und Hecken und hier ist auch noch irgendwas an Obst. Genau, Zieräpfel. Auch hier könnt ihr euch, wenn ihr euch dafür interessiert, einmal das Ganze anhalten, das Video. Dann könnt ihr euch den Text durchlesen. Und jetzt gehen wir mal auf dem Aussichtsturm hoch. Letztes Jahr waren wir auch schon hier. Und das sieht einfach so cool aus. Das schauen wir uns jetzt dann mal von oben an. So, und ist das nicht ein krasser Ausblick? Da hinten ist unser Veranstaltungszelt von der GardenCon. Und da unten laufen die ganzen Leute hier. Da sieht man so ein bisschen ja, die Beete von oben. Sehr eng angelegt, sehr schön mit vielen Blüten. Und das gefällt mir von der Optik. Allgemein, das ist jetzt hier der gesamte Blick auf den Park der Gärten. Und jetzt gehen wir auch nochmal runter und schauen uns nochmal da vorne diese Wiese an. Die ist sehr interessant. Und schauen noch einmal hier durch den Garten. Und so, dann sind wir wieder unten. Also muss man ganz ehrlich sagen, wir haben auch das beste Wetter für die GardenCon erwischt.
falls ihr das Gardencon-Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal jetzt oben rechts in der Ecke, dort findet ihr das Video, könnt ihr nach dem Video hier gerne mal anschauen. Und das finde ich sehr spannend, das ist eine Zierbanane. Ich finde es sehr schön, dieses rötlich-grüne, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn sowas einfach ist anzubauen, weiß ich jetzt nicht, aber ich hoffe, dann werde ich mir sowas auch mal holen in den Garten. Kennt ihr euch da aus? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Zierbanane ist nämlich wohl sehr interessant und hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, sowas in meinem Garten zu haben. So, und jetzt gehen wir noch mal einmal zum Veranstaltungszelt zurück und dann probiere ich noch mal ein paar Garten-YouTuber, ja, und Gartenblogger und Influencer vor die Kamera zu holen. Und dann können die gerne noch mal ihre Meinung hier zur GardenCon und zum Gelände abgeben. Denn der Park der Gärten hier in Bad Zwischenahn ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin gespannt, was die anderen davon halten. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Schauen wir mal. Jetzt noch ein paar Interviews hier von der GardenCon. So, und jetzt habe ich hier den ersten Garten-YouTuber, Dennis von Zurück zum Garten. Dennis, Moin. Wie fandest du die GardenCon in diesem Jahr und wie findest du den Veranstaltungsort vor allem? Also insgesamt die GardenCon, muss ich sagen, finde ich super. Mhm. Alle so, damit man sich untereinander verständigen kann. Aber ich sag mal, für den Zuschauer ist der Park der Gärten eigentlich ein Muss. Also wenn man sich für Botanik interessiert, gerade Staudenbeete oder irgendetwas in der Richtung, Gemüseanbau vielleicht nicht unbedingt, also wirklich eher den schönen Gartenteil sozusagen, dann ist die GardenCon hier eigentlich ein Muss. Also nicht die GardenCon, aber der Park der Gärten. Einfach aus dem Grund, hier kriegt man alles komprimiert auf 14 Hektar. Also nehmt euch Zeit mit, wenn ihr hier hinfahrt. Und es gibt hier nichts, was es im Gartenbereich nicht gibt. Ja, also es stimmt wirklich. Wir haben ja gerade mal von oben von dieser Aussichtsplattform auf den Garten geguckt. Ja. Es gibt grüne Wiesen, es gibt Hecken, Zierobst, alles Mögliche. Alles. Selbst wenn man sich für Gewächshäuser interessiert, da vorne gibt es einen ganzen Park, wo Gewächshäuser stehen. Und oder sogar ein Gartenpool. Ja, Pools, Teiche, also hier ist wirklich alles da. Vom Bauerngarten über den Designergarten bis zum japanischen Garten kann man hier einfach ja, alles erleben. Ja, ich würde sagen, wir suchen uns mal den nächsten Garten-YouTuber. Danke, Dennis, für deine kurze Meinung. Ciao, ciao. Und dann suchen wir uns mal den nächsten Garten-YouTuber für ein kleines Interview. So, jetzt die Frage an Arthur von Bodenständig. Wie findest du den Veranstaltungsort der GardenCon, also den Park der Gärten? Ganz ehrlich, das ist der beste Park, in dem ich je war. Ja. Geiler geht's einfach gar nicht. Das ist alles top gepflegt. Diese verschiedenen Bereiche aufgeteilt nach ja, Themen oder wie auch immer. Das ist einfach, kommt vorbei und guckt es euch selbst an. Man kann das gar nicht im Video so einfangen, wie es ist. Echt ist. Also es ist schon besonders, oder? Ja, ja. Also wir waren gerade oben auf dem Aussichtsturm und wenn man das alles so sieht, die verschiedenen Bereiche, echt super. Auf jeden Fall. Gut, danke für deine Meinung. Ja. Das war jetzt hier mein kleiner Gartenrundgang aus dem Park der Gärten. Ich lege ihn euch wirklich sehr ans Herz. Bad Zwischenahn sind wir hier in Niedersachsen. Also wenn ihr mal Interesse habt, kommt vorbei. Ich packe euch mal einen Link in die Videobeschreibung, dann gibt es Infos zum Park der Gärten. Und ja, hier kommt ihr zum nächsten Video. Hier könnt ihr abonnieren. Bis demnächst und ciao.